Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Wie ihr seht, ich laufe eifrig durch diesen Gang, denn ich habe was vor. Ja, damit muss ich leider leben. Das macht das Spiel gern. Aber ihr werdet euch da nicht stören. Kennst du selber das Spiel wahrscheinlich? Hier, der Warschein. Da hinten ist eindeutig Ziffo gekommen. Ihr wisst, wir jagen jetzt General Ram Kota. Oh, unbegrenzte Energie ist praktisch. Und das Dumme ist, wenn man nach hinten noch kommt, dann kann man nicht mehr. Hier wird angezeigt, dass die Hangarschott-Tür versiegelt wurde. Ihr müsst einen Weg durch diese Tür finden. Machtschub ohne Ende. Das kommt echt schon beschlossen. Aber alles haut halt rein. Starkiller hat es halt faustdick hinter den Ohren. Oh. Stimmt, darum war ja das. Ich hatte nämlich die eine Aufnahme ist ja abgestürzt, leider. Auf der Hälfte ungefähr ist das Spiel abgestürzt und dann konnte ich eh nicht dieses Dings mehr holen. Ich finde es ganz okay. Ja, ich habe gesehen den Level Up, aber erstmal. Bei den TIE Fighter Fabrik Erfolg habe ich schon. Sollte man nicht 3 Stück oder 5 Stück zerstören? Okay. Ich liebe es mit der Macht zu kämpfen. Darauf kommen die nicht klar. Und natürlich liebe ich auch mein Lichtschwert. Ich hoffe diesmal, dass der Sound ein bisschen besser ist. Und so, ich versuche ihn dann noch ein bisschen rumzukriegen. Jetzt sind wir genug für gar nicht so einfach. Aber ich tue es hier. Haben. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder abstürzt. Das wäre nicht so geil. Frisst das? Ah, siehst du mal, was abgeht mit der Macht? Oh ja, Freundchen. Die Macht ist mit ihm, mit mir. Mir ist gar nichts, außer mein Lichtschwert. Noch jemand? Ich hab noch Kekse. Keine? Gut. Oh, ich glaube. Ja, ja. Unter schwerem Beschuss. Mein Lichtschwert ist schwer und der Beschuss ist geil. Bam. Also meiner zumindest. Euer ist eher so in minderer Qualität. Ich werde schon wieder beschossen. Ja, das darf man nicht einfach nur stehen. Wir müssen hier gerne weiter. Keine Zeit, eine halbe Stunde hier rumzustehen. Das habe ich schon genommen. Ja, wie gesagt, ich hatte schon ein bisschen weiter gespielt, aber naja. Hätte ich auch nicht, aber ich kann aber hin. So, jetzt kriegt er halt die neue frische Tag-Moderation mit. Ich bin natürlich gerade auch ein bisschen voller geladen, weil YouTube das Ende tatsächlich noch synchron gekriegt hat. Ich bin begeistert. Weil nämlich dann dieses Aufteilen gerne mal 4 GB und ja. Das tritt so irgendwann über 20 Minuten ein. Eclipse an Starkiller. Ich habe eine Nachricht vom Flugturm abgefangen. Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in eurem Sektor beordert. Haltet die Augen offen. TIE Fighter ist rassistisch. Hab ich ja letztes Mal schon erwähnt. Immer auf die TIE Fighter. Ich hab den TIE Fighter mit dem Rebellen erwischt. Boah, oh, 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 arme Miliz. Ey. Nee, hier ist nicht. Vorsicht. Mir ist nämlich schon mal passiert, dass ein TIE Fighter direkt in mich reingeflogen ist, als wir nur gesprungen sind. Nee, ist doch nicht. Ich mach ja alles kaputt, weil ich es kaputt. Kannst du es wagen, auf mich zu schießen?
bezweifle, dass ich das alles aber in einer Folge kriegen werde, das Level. Ich weiß zufällig, dass das Level recht lang ist. Aber es macht ja nichts. Ihr wisst, wie das ist. Auf den Bauplänen ist ein Lift eingezeichnet, mit dem ihr zu den oberen Ebenen gelangt. Also ich bin kurz vom Endboss. Und jetzt ist es ein bisschen länger. Das ist eher ein bisschen unsinnig, vom Endboss zu cutten. Außer also es ist eigentlich viel Spannung, finde ich. Aber das hat schon mal meine Regel nicht. Ich will euch ja nicht ärgern. Stehen bleiben! Ich bin jetzt... Haha, ey! Hau den einfach mit seinem Knüppel auf mir ein. Machtschleuder. Ach ja, das hab ich mir gleich erzählt. Ich hatte dann gespielt und dann hab ich Machtschleuder gemacht und war ja nicht darüber begeistert, dass ich immer noch keine Machtblitze hatte. Gebt mir weiter! Ich bin getroffen! Ich kann auch noch nicht aufspießen, aber dafür kann ich ihn gegen die Wand schmeißen. Und dann machen wir es jetzt einfach mal jetzt. Macht Upgrades. Dann zeige ich euch, was ich meine. Bin gerade frisch aufgestanden, hatte dann so einen Elan, als ich gesehen habe, dass YouTube das tatsächlich retten konnte. Sif Schwertwirbel, Info. Beschreibung, die Variante gehört zu den schwierigsten Formen des Lichtschwertkampfs und erlaubt dir bei einem einzigen Angriff mehrere Ziele zu treffen. Ja, dann wissen wir doch, was wir skillen, ne? Zack, das steht auf frei. Hier hatte ich Macht mit dem Stärke-Skill. Macht euch Team, Widerstandskraft, Kampfsituation. Ich will einfach machen, ne? Oh, ich würde nur verzeihen, das sollte eigentlich nicht passieren, ist das mit ihm. Aber egal. Jeder Rang steigert den Schaden deiner Lichtschwertangriffe im Nahkampf. Ja, ja, toll. Und Kampfmeditation. Meditation. Jeder Rang verringert die Zeit, wenn der Aufladen deiner Machtkräfte benötigt wird. Sprich, ich kann dann schneller casten, wie ihr es aus Rollenspielen zum Beispiel kennt. Aber Arbeitsweg hinten auch ein Holocron, das hatte ich aber auch schon. Ich weiß ja nicht, was er mitgenommen hat beim Absturz, aber ich könnte euch die Folgen natürlich nicht geben, weil. Blödsinn. Außerdem war ich ein bisschen stinkig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade. Ich weiß auch nicht. Ich war voll im Fluss und dann. Das ist immer voll gemein, ihr kennt es ja. Mal den neuen zeigen. Zack, zack. Das ist das neue, verbesserte. Ja, das wäre ja ganz toll. Ich brauche hier drüben Hilfe! Ja, die Stormtrooper sind voll verwirrt. Wenn du mit einem Lichtschwert kommst, sollten sie eigentlich denken, was der Typ kann. Ein Lichtschwert kommt nicht von... Das ist so einfach, warte. Pam, Bowling! Ah, schade, das war leider kein Strike. Was ist er? Abgang. Oh, hier ein Level ab. Ja, das Schweiz stimmt so noch nicht mal. Wenn ihr mal aufpassen würdet, würdet ihr sehen. Obwohl, es stimmt eigentlich schon. Nur ich bin. Au! Und tschüss. Blöder Liebhaber. Blöden Highfighter. Ja, ich habe den Gang auch schon das Mal bekommen gesammelt. Ich wollte hier weglaufen. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal. Ah! Gucken wir mal, ob es hier. Nee, das sieht mir nicht aus, dass es ganz in Ruhe kommt. Dann öffnen wir mal die Tür. Der Macht.
Ich empfange viel Funkverkehr über die Comlinks nur ein paar Ebenen über euch. Ihr nähert euch General Gotha. Sith-Holocrons. Ja, wir nähern uns übrigens General Gotha, aber die Sith-Holocrons sind immer wieder da. Weil die temporär alles steigen. Oh. Hier, wie ist das? Ey, der hat mich getreten. Wie kannst du wagen, du Respektloser? Elite-Soldat. Ja, aufpassen, es ist spät. Eben war der Stormtrooper so schlau zu erkennen, dass man sich ein Lichtschwert nicht im Nacken schlägt. Das finde ich jetzt auch ein bisschen lasch, ehrlich gesagt. Haha. Niemand legt sich mit Starkiller an. Außer die vielleicht. Aber die werden es bereuen. Ich sag's. Pam. Naja, sagen wir mal, ihr habt es zumindest versucht. Uäh. Ich hörte gerade noch die Schüsse bei dir. Und schon krieg ich eins übergebrezelt. Sag mal, man sollte sich nicht über die Imperial beschweren. Die sind genauso dämlich zum Treffen. Oh nein. Das ist aber gefährlicher, als es aussieht, weil die haben nämlich Sturmkanonen dabei. Die können mir beträchtlichen Schaden zufügen. Der hat mir in den Arsch getreten. Ich trete dir den Schaden selber. Auf! So, jetzt müsste doch hier irgendwo ein Teil in der Wand sein. Wer ist das? Hat auch einen Vorteil, das Spiel schon mal gespielt zu haben, muss ich ganz klar wieder sagen. Ja. Hä? Ah, dahinter sind wahrscheinlich. Die haben mich mitgefallen lassen! Warum? Oh, ich hab jetzt Sprint! Das ist halt der Vogel. Sprint macht, das ist halt okay, normal, wenn hier jetzt. Nee, so geht das nicht. Das ist ein. War wohl ein purer Zufall, was für ein Bug. Ich hab den eigentlich gar nicht. Freundchen, dein Knüppel kommst du nicht mehr. Ah. Im Namen des Imperiums zu bezahlen. Wir wollten mich verhaften, ihr lächerlichen Stormtrooper? Ich glaube eher nicht. So, nun nehmen wir noch das herunter. Oder auch hier. So, jetzt ist es fixiert. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Glenn. Oder auch Stunt Glenn. Mach, was ich will. So, nun haben wir auch. Ups. Super. Das ist echt ein bisschen hakelig gerade gewesen, aber. Ich weiß vielleicht nicht, was in dem Raum ist, weil hier war das Spiel schon längst abgestellt. Ah, hallo! Ein Kampfläufer, beziehungsweise eigentlich ein Arbeitsläufer. Sprich, der ist für Lager gedacht. Der hat mich so ein Magnet. Ich weiß gar nicht, Magnetfeld liegt jetzt einfach mal vor sich, um Sachen zu nehmen. Oh, ich habe ihn gefinisht.
Okay, so viel zum Thema Mini, was? Jetzt wird er gefaltet, hast du es gehört? Ja, also, oh, er hat ihn kaputt gemacht mit der Macht. Schießen wir doch mal auf ihn. Ja, sehr schlau. Was schon gesagt. Überlegen, ob das später gibt es ja auch so einen Datacore auf der Map, beziehungsweise Level, wie auch immer. Wo für auch. Boah. Aber erst müssen wir die Gesellschaft beseitigen, bevor sie nicht eins mit der Macht werden lässt. Das ist so geil. Blocken. Wie viel die auf mich schießen? Noch knapper konnte ich es nicht machen. Oh! Hört ihr jetzt auf! Ernsthaft? Das war ja wohl mal richtig genial. Fällt er da einfach runter. So, boah. Dann war er tot. Aber wie er gestorben ist, ist eindeutig ein Abgang, der einfach nur albern ist. Aber hey, wenn er schon so blöd ist wie eine Sturmspruppe, warum denn nicht? Zack, beide Datacons zusammen. Das heißt, Datacons sind ja Holocons. Datacons sind ja was anderes. Ich bin nicht hier Old Republic. Ich bin hier zwischen der Filmserie rum. Och nee. Sorry, aber das ist extrem dämlich. Dafür werde ich länger brauchen, als ich erhoffe. Das ist halt nicht das jetzt mit mir. Aber ihr wisst, wo es geht. Wenn ihr wisst, wo es geht, schreibt es in die Kommentare und ich mache ein Special. Keine Sorge. Ich habe dem Spiel, glaube ich, schon all, doch alle Holocons damals gesammelt. Ich kann gerne ein Special-Video für Holocons machen. Das steht in meiner Macht. Ich mach noch weiter. Ey, ich rede von Macht und die ergeben sich halt. Ja. Oh. Komm schon, ich will noch was mitnehmen. Na. Ich muss ausgerechnet die Teil. Ach, das ist ja auch ein Teil von der Fabrik. Ich vergaß. Los, hier, frisst die Macht. Au! Ich bringe mich hier was selber um. Ich bin der geborene Sith, ich sag's euch. Das ist aber gar nicht so einfach, weil es halt gibt noch viel Gameplay aus. Uff, Laser was anderes, aber nicht mich. Hier eine TIE Fighter Kugel.
Namen. Mir wird angezeigt, dass ein weiteres Lasertor zwischen euch und der Kommandobrücke aktiviert wurde. Sucht seinen Generator und zerstört ihn. Ja, aber dies werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Und in diesem Sinne werdet ihr euch hoffentlich darauf freuen. Willkommen dem Jedi-General immer näher. Also in diesem Sinne, wie ich eben schon sagte, tschüss.